Ah, ist eigentlich ziemlich warm, muss man die Jacke ausziehen. So, natürlich ist Nautilus mit Vayne nicht so gut. Eigentlich wollte er Enchanter Support spielen. Enchanter sind aktuell absolut disgusting OP, aber. Wow. What can you do, Twitch Chat? What can you do? What can you do? What can you do? That's a dodge. Ah. Gute Bart-OTP-Namen, bitte um Mithilfe. Hast du selbst einen Bart? Dann könntest du dich zum Beispiel Behaart mit Bart nennen. Das ist doch ein voll guter Bart-OTP-Name. Hat, glaube ich, doch noch niemand anderes vor dir genommen. Also, ist eigentlich ein guter Plan. Aber es geht halt nur, wenn du selbst auch einen Bart im echten Leben hast, ne? Sonst ist es ein bisschen cringe. Time Minister, das hat bestimmt auch schon jemand genommen. Aber ist eigentlich auch nicht bad. Behaart mit Bart ist schon ein krasser Name. Ich sag ja. I mean, ich sag ja. Oder wenn du so Bronze-Elo bist, könntest du dich auch irgendwie so Bart-Stuck nennen. So wie es gerade Too Fat for the Door vorgeschlagen hat. Ist auch nicht bad. Klingt auch nicht gerade nicht bad. So, wir gehen auf jeden Fall den Mann mit dem Anker. Wir haben gar keine andere Wahl, aber ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock, gegen Senator Kench zu spielen. Obwohl es fairerweise genervt ist, seiner ist, also sollte schon um einige schlechter sein. Raise your voice like a weapon. Oh mein Gott, Nautilus sieht schon mal gar nicht so schlecht aus hier. Welcher Skin Switch, Chat? Ihr habt die Wahl. Wir machen eine schnelle Abstimmung. Neue Abstimmung. Skin. Shanghai. World. Wir haben nur Platz für 5 Skins. Ich muss mich beeilen. World. Oh, scheiße, ich schaff's nicht so schnell. Was gibt's noch? Astronaut. Was ist das für ein Skin? Warden. Was ist der fünfte? Dieb irgendwas? Der sieht scheiße aus hier. Büssel. Votet schnell oder schweigt für immer. Votet schnell, ihr habt eine halbe Minute Zeit. Die Abstimmung wird nicht ganz zu Ende laufen. Ich muss kurz Ruhen machen, actually. Aftershock, der Scheiß, der Scheiß, der Scheiß. Dann machen wir hier Bam Bam, dann machen wir hier Bam Bam. Hexflash, wo ist Hexflash? Das Hexflash und dann Ping. Nachgucken, was in der Umfrage drin steht. Die ja, meisten wollen Astronaut, wo schon Heiner dran ist. Okay, sie sind bei 48%. Okay, ist fein, ist fein, ist fein. We got it, we got it. Also witzig, wenn jetzt ganz Twitch halt einfach so einen anderen Skin voten würde und am Ende zu sagen, aber Tolkien hat gar nicht gemacht, was wir wollten. Da wäre es nun zeitlich versetzt gewesen. Nice. Ich habe mal wieder Twitch-Chats Demokratiebedürfnis bedient. Kann ich mir wieder ein paar mehr tyrannische Maßnahmen erlauben, ohne dass ich dafür geblamed werde. So fucking smart. Einer der klügsten Streamer auf der Plattform nach Amaranth. So fucking smart. So. Ach ja.
Wieso höre ich keine Musik, hä? Habe ich nicht die Szene umgestellt? Ist das Headset nicht an? Meine In-Ear ist ja gerade leer gegangen. Ich halte immer nur so 5,5 Stunden, was eigentlich ziemlich nice ist, aber alle 5,5 Stunden muss ich halt kurz mein Headset benutzen, bis die wieder geladen sind. Hallo, geh an jetzt, Junge! More than Dongle connected. Ja, there we go. Jetzt hab ich Sound. Ich danke dir, Hunter CSGO, für dein Sub. Willkommen, Mann. Danke dir, Bro. Nein, too much. Ragas Blue Cane. Ist nicht Rast mal wieder 10.000 Mal besser? Nein, eigentlich nicht dieses Game, nee. Dieses Game ist Shadow Cane schon nicht bad. Honestly, wir haben so viele All-In-Engel hier unten. Einfach Level 1 rein, Level 2 rein, Level 3 rein. Vielleicht Level 2 rein, nicht Level 1. Level 1 sollten wir verlieren. Dann sie face-checken uns. Ja, danke auch an Everything is Cloudy. Willkommen. Dankeschön. Ich werfe einfach so viel mehr Leben als ich. Das ist so sad. Bitch ist mit in Level 1 heimgegangen. Boah, dass wir beide getroffen wurden, ist nicht gut. Eigentlich will ich nicht unbedingt, ich will meine Stacks Level 2 benutzen, dass wir schnell das Level 2 kriegen halt. Wenn nächstes Mal die Medis Last hätten. Heißt, dass ich auf Level 1 für Draven keine große Hilfe sein werde, weil ich nicht wirklich Auto-Attacken will oder kann. Auf Level 2 flash ich auf Karma. Oder so. Cool ist Exhaust. Ein bisschen sehr weit vorne, Mr. Draven. Das ist ein bisschen viel Free Damage, wenn Sie mich fragen. Haben wir gar keinen Level 2 Power Spike richtig ausnutzen, weil er nicht ready ist. Das ist echt schade. Wäre genau der Play gewesen, den ich wollte, aber wow. Das kommt maybe Bot gemoved. Ich sollte, wenn dann, auf ihn rauflaufen oder weglaufen. Gib doch einfach Twitch. Hit ihn! Ich muss den einfach solo killen. Willst du mich verarschen? Meine Fresse. Der hat einen Assist bekommen, weil er mich... Nee, ich will nicht weiter drüber reden. Er killt einfach nicht den Twitch. Nee. I mean, ist okay. Dann halt nächstes Mal. Vielleicht im nächsten Game oder so. Who knows? Nice. First Blood für Tolkien, Lord of Nautilus. Jetzt machen wir den Spider-Man-Move an den Wänden. Und schwingen uns zurück in die Lane. Eigentlich sollte ich dem Draven fast Solo-XP geben auf der Wave hier, right? Aber, ha, dem Loser geben wir keine Solo-XP. Meine Wave, ich bin wichtiger als du. Viel Spaß beim Last-Hitten, Bro. Ich habe meine Stacks dafür nicht wasten, ich bin wichtiger als du. Vertrau mir mehr, als ich dir vertrauen werde. Dieses Game. Und fairerweise vertraue ich mir immer selbst mehr als meinen Teammates. All I want is a little of the good life. Auch ein ziemlich nicer Timer gewesen, Toplands Roam, honestly. Ah, ist okay. Wenn ich damit habe und wir können Botland Play machen, ist nicht schlecht. Kasse sollte auch sehr glücklich damit sein, dass wir Twitch gekillt haben und er nichts bekommen hat während des Roams. Er ist einfach nur gestorben an dem mächtigen Mann mit dem Anker. Macht, glaube ich, jeden Mittländer glücklich, wenn sein Gegner runterroamt und nichts bekommt. And I need it fast. Bin sehr weit bald in Gold, aber ist immer so gegen sowas wie Senna, macht einfach mehr Gold als ich mit Lastets. Oh, schade. Ein anderer Nautilus hätte da getroffen. Einfach am Minion vorbeigehuckt. Irgendwie. Ja, Draven muss ja fast resetten, so wenig Mana wie hat. Wollen wir Drake forcen?
Kommen Sie bitte zurück, Kane. Ich habe keinen Bock, den zu face-stacken von halber Jahrzehnt. Ich bin einfach eines Spiels vom fucking Drake. Nicht so gut für Botlane. Nicht so low gear. Schafft er den? Er kennt es mal. Okay. Damit sind wir ziemlich gut dabei. First Blood bekommen. Drake bekommen auf Botside. Und Draven ist komplett Uma, so können wir hier auf gar keinen Fall einen Fight gewinnen. Twitch könnte schon wieder move. Der hat einfach 10 CS, ist einfach AFK gegangen nach dem Gank. Ist der AFK gegangen, nachdem ich ihn gesolokert habe? Habe ich das Game of V9 Level 2? Weil ich der beste Support des Planeten bin. Oh mein Gott, ich habe Twitch zum Rage-Quitten gebracht, weil ich ihn einfach solokert habe. Draven hat refused, ihn zu out-attacken. It's all me. I mean, yeah. Das war so geil. But I can't hear you now. Hey, I don't know. Wer ist Kiria, Twitch-Chat? Wer war Pooh Mandu? Wer ist Mad Life? Wer ist Crisp? Wer ist Mako? Wer ist Martha? Wer ist Wolf? Wenn ihr Tolkien Lord of Nautilus haben könnt. But I hardly had begun, in fact. Yellowstar, hast du gerade gehört, die Namen der Supports, die ich gesagt habe, und du schreibst Yellowstar in meinen Chat? Als wäre Yellowstar ein Vergleich zu den gerade eben genannten Supports. What? Imagine, du vergleichst einfach Yellowstar mit Mako, Martha, Madlife, Wolf, Crisp, Umandu, all, I mean, nah. Nah, but. Shit. I can't hear you now. Kani ist actually true. Kani hätte ich in der Liste aufzählen müssen. Ihr habt absolut recht, Twitchit. Kani und Kutscher. Of course. Und Maxim auf Leona auch noch aufzählen müssen. My bad. Sieh ich, warum mein Draven die ganze Zeit mit einem Mana in Lane geblieben ist. Weil er ist jetzt quasi kein Champion. Die ganze Zeit. Noch ein Spell und er ist dead. But it's me? Oh, ich bin einfach der Solo-Killer. Wenn Draven einen Outtake machen würde, ne? Aber er kann nicht. Er ist einfach in Lane geblieben, ohne Mana, um dann am Ende zu resetten, ohne irgendwas zu kriegen. Aber ich habe Twitch zum Rage-Quit gebracht. Ich mache 1v9 hier unten. It's all me. Oh mein Gott, wer ist dieser erotische Mensch auf seinem Nautilus? Ich möchte mich ja nicht selbst loben, aber ich bin schon sehr, sehr geil, ne? Also... auch schon wirklich sehr, sehr gut. Support is so easy, dude. Also, I mean, what can I say? Ist einfach ein bisschen zu simpel. Wir kommen gerade von dieser scheiß Nah-Fiora-Begegnung, wo wir die Waves hin und her gepusht haben und dann nichts passiert ist, bis Kate dann das Game gecarried hat. Und jetzt spielen wir ein Game. Jetzt spielen wir Action League of Legends. I love it. Oben die beiden Top-Laner, you know, living the good life. Und hier unten, wir machen Action Impact Plays. Bring Twitch zum Rage quitten und genießen einfach das Leben. It's enjoyable. Oh mein Gott, ist das der Solo-Bolo? Flash? Oh. Er wird den Bumerang durchfliegen lassen, aber Gragas wird nicht griefen. Jetzt komme ich einfach Top-Lane. Wie frech ist das denn? Einfach 12 Level auf Bot gemacht, der Nasen Level 7. Ha! Versager. Oh, es hat mich gespottet, oder? Your voice. Ja, es hat mich gespottet. I can't hear you now. I can't hear you now. Predicten seine Zeitzeit nach oben. Oh, ich bin so viel besser als du. Ich bin in deinem Kopf drin. Bam. So. Das ist nicht wirklich worth. Aber ist okay. Twitch ist ja schon lange geragequittet. Ich komme zurück. Komm da, Dash rein. Do it. Do it. Gragas kennst du ihn mit deinem E und dann Pentakill. Schönes E, schon erkennst du. Warten kurz seine Ult ab. Oh, Baby. Das nächste. Oh, mein Support is so easy, dude. Support is so easy, dude. Ich liebe diesen Clip. Ist auch ein Legenden-Clip.
Afumu war zwar nie ein richtig guter Support, aber der Clip ist trotzdem sehr lustig. Ich meine, er war gut für NA-Verhältnisse. Ach, mein Minion. GG, Twitcher. Das war ein sehr leichtes Nautilus-Game. Das oh mein Gott, actually. Yippie. Das erlöst jetzt auch den Rekord des schnellsten Games ab, ne? Davor war das schnellste Game das Malphite-Game. Wo mein Jungler AFK war. Jetzt ist es das schnellste Game das Nautilus-Game. Das Game haben wir natürlich gewonnen. Denn das Game, wo mein Jungler AFK war, haben wir verloren. Dieses Game haben wir gewonnen. Einfach, I mean, ja, wir haben Twitch umgeboxt. Dann ist er AFK gegangen und dann Peng. Einfach win. Hier. Malphite war 10-28. Das Game haben wir verloren, weil mein Jungler AFK war. Und jetzt Peng. Nautilus Game. Nur ein einzelner Buchstabe später. Peng. Kürzeste Spielzeit. 10-27. Wuhu! Eine Sekunde schneller, Twitch-Chat. Eine Sekunde schneller. Eine Sekunde schneller. Eine gesamte Sekunde schneller. That's fucking right. That's einfach nice. So, wollen wir das sehen? Erst der Rekord wird jetzt auch mit dem Winner setzt. And we take those. Cool, dann gehen wir als nächstes zu Nidalee. Ja, Access, das muss direkt ersetzt werden. 10-27, oh yeah. So lob ich mir das.